mit mehr verstärkt mit Computer zu arbeiten und einfach den technologischen Fortschritt in allen Bereichen. Ich wünsche mir für die digitale Zukunft der Stadt Bern, dass die Stadt Bern eine Hauptstadt der Digitalisierung bleibt. Durch digitale Angebote können wir die Lebensqualität von allen verbessern. Wichtig ist dabei, dass wir alle mitnehmen können. Damit bleiben wir auch eine Hauptstadt der Inklusion. Dass es für alle gleich offen ist, dass wir alle die gleichen Chancen haben. Dass es für alle zugänglich ist. Man hat ja gewisse Sachen, die kostenpflichtig sind, gewisse, die es nicht sind. Ja, dass man die Leute auch ein bisschen schulen, darauf vorbereiten, weil es wird immer mehr ein Thema sein, meiner Meinung nach. Ich hoffe natürlich, dass es immer Fortschritte gibt, die aber auch nützlich sind und nicht einfach unnötige Fortschritte. Und dass es aber trotzdem auch Grenzen gibt. Ja, so zum Beispiel, wenn ich Leute zuschaue an Bilio-Automaten oder an was gibt es noch, so Sachen, das finde ich, das ist für die älteren Leute ein Problem und eine Einschränkung. Als Lehrperson oder als Oberstufenlehrerin sehe ich ganz viel, wie die Kinder nur noch an den Handys sind. Dass das Hauptsächliche von ihrer Freizeit über die digitalen Medien läuft, über Social Media. Und das ist schon beängstigend. Wenn die Kinder alle ihre Pause oben am Handy sind, ist schon nicht ganz so cool. Darum finde ich es eben auch wichtig, dass das andere nicht verloren geht. Ja. Stärkere Vernetzung von Kommunikation, beispielsweise eben leichtere Kontaktaufnahmen mit Leuten auf der ganzen Welt, erleichterten Austausch von Daten und Ideen und ja, dass auch gewisse Arbeiten einfach leichter werden durch den technologischen und digitalen Fortschritt. So positiv, eben, es kann schnell kommuniziert werden, man kann gewisse Sachen kompensieren. Soll ich sagen, ja, ein Kurs, der sonst vor Ort gegeben wird, oder irgendwie eine Schulstunde. Man kann gleich zu den Informationen kommen, die man braucht, die Sinn machen. Kann man kommen, indem man sich nicht bewegen muss und irgendwie auch ein Risiko vermeiden kann, ja, dass man erkrankt oder sonst irgendetwas passiert. Ja. Bezüglich zum Beispiel auf Smartphone, dass man immer erreichbar ist, dass man sehr schnell Sachen abmachen kann, zum Beispiel. Und jetzt auch bezogen zum Beispiel auf die Uni oder so, wenn Bücher digitalisiert werden, dass man sehr schnell Zugriff hat. Das erleichtert einem sehr vieles. Man hat natürlich mehr Chancen durch das. Man kann mehr Sachen nutzen, man ist vernetzter, es geht schneller. Also gerade in der Arbeitswelt sehe ich einen grossen Fortschritt, dass man einfach viel leichter kann arbeiten. Man ist viel flexibler, man kann von zu Hause aus arbeiten, man kann im Zug arbeiten, unterwegs sein und gleichzeitig auch eben vernetzt bleiben mit anderen Leuten. Also man muss nicht mehr unbedingt im gleichen Büro sitzen oder ja, physisch in Kontakt sein, um produktiv zu sein, sondern man kann viel individueller und auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt arbeiten und das dann auch leichter teilen.